Wie lange denkst du, dauert es, bis ein durchschnittlicher Angestellter eine E-Mail checkt, die da gerade in seinem Posteingang gelandet ist? Dauert das 25 Minuten oder checkt er sie schon nach 15 Minuten? Sind es 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute oder sind es vielleicht gar nur 6 Sekunden? Die bittere und traurige Antwort ist, es sind 6 Sekunden. Und was diese 6 Sekunden mit deiner Produktivität, Effizienz, effektiv und deinem Fortschritt in deinen Projekten anrichten können, darum soll es heute in diesem Video gehen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Was wir uns heute in diesem Video nämlich ansehen, sind die Auswirkungen auf deinen Fokus, auf deine Konzentration. Und wenn du hochfokussiert und hochkonzentriert arbeitest, ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren, dann erledigst du mehr Aufgaben in weniger Zeit und das noch in einem entspannteren Zustand. Alles, was du dazu tun musst, ist hier in diesem High-Focus zu kommen. Ja, ich habe jetzt bewusst hier nicht die 100%-Linie gestriffen, weil ich glaube, 100% Fokus, das wird sehr, sehr schwer und nur in Ausnahmefällen sein. Aber du wirst irgendwo so schwanken zwischen 80 und 100% ungefähr. Ja, da wirst du irgendwo schwanken. Wenn du da in diesem Fokuslevel dich befindest, ist alles gut, ist alles perfekt, ist alles super. Wo befinden sich aber die meisten Angestellten in welchem Fokuslevel? Und jetzt wird es richtig, richtig traurig. Gehen wir mal das nur anhand von E-Mails durch. Du kannst das Ganze natürlich anhand jeder Störung dann durchgehen, ja, weil nicht nur durch E-Mails wird man gestört, sondern durch Kollegen, Freunde, eigene Gedanken und vieles, vieles, vieles mehr. Aber lass uns zunächst mal beim E-Mail-Beispiel bleiben. Nehmen wir an, du beginnst wie hier fokussiert zu arbeiten, die Kurve steigt genau so an und du arbeitest, arbeitest, arbeitest. Zack, dann kommt eine E-Mail. Du wirst gestört in deiner Konzentration, Fokus fällt. Es geht wieder hinauf, geht wieder hinauf, geht wieder hinauf, zack, Fokus fällt. Und irgendwo wirst du dann hier dich irgendwie in diesem Level zwischen, sage ich jetzt mal, maximal 50%, aber wahrscheinlich eher da um die 20% einpendeln. Und das ist natürlich alles andere als schön und alles andere als gut. Und jetzt das große Problem ist jetzt der Zeitabstand, den es braucht, bis du wirklich hier hochkommst. Der dauert nämlich 25 Minuten. 25 Minuten dauert es, bis du in diesen voll fokussierten Bereich kommst, und das bedeutet gleichzeitig, dass du, wenn du dauernd gestört wirst und nach 6 Sekunden eine E-Mail abrufst, nie in diesen Bereich kommt. Was musst du also tun? Es ist ja auch nicht Sinn und Zweck und Ziel, den ganzen Tag hier in diesem Bereich zu bleiben. Das wirst du auch nicht schaffen und das wird auch nicht realistisch sein, weil Störungen gehören zum Geschäftsalltag nun mal dazu. Aber du solltest dir Fokuszeiten nehmen, Zeiten für Deep Work nehmen. Das ist die wichtige Sache und genau das solltest du tun.